Es gibt jetzt endlich die Tena Ladies für den Mann. Und zwar Red Barrels hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Und zwar die Windeln für Horror-Game-Spieler. Ja? Wenn die 20.000 Dollar erreichen, gibt's die wirklich. Die Windel für Horror-Game-Spieler. Ich freue mich sehr. Ich will die haben. Ich brauche die definitiv. Vor allen Dingen bei zukünftigen Spielen. So, und damit nochmal willkommen zurück bei... Bei Vic... Medi Knight oder Demate. Warum auch immer meine Nase juckt und es ist gerade sehr hell in meinem Gesicht. Ich weiß gar nicht warum. Wir kommen gerade aus der Runde von Daylight. Dead by Daylight, so rum. Und wir müssen nur noch eigentlich die Nacht überleben. In der Hoffnung. Warte mal, setz mich mal so hin. In der Hoffnung, dass wir hier das schaffen. Jackal in the Box! Willkommen. Hallo und willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Ich hoffe, dass sie das Ziel der Kickstarter-Kampagne erreichen mit dieser Unterhose. Also ich würde die schon gerne haben. Achso, und es gibt übrigens, wenn sie dann... was hatten sie noch im Video gesagt gehabt? Wenn sie das Field Gold erreichen, dann gibt es sogar eine Deluxe-Edition dieser Tena Lady. Mit, glaube ich, mit Seitentasche oder so. Voll geil. Feier ich ein bisschen, muss ich sagen. Total geil, dass sie das auch nicht so. Dass sie das auch nicht so ernst nehmen. Ich habe mich nicht erschrocken. Nein. Ich will gar nicht wissen, was da hinter uns ist. Was, Vic ist das gleiche, nur mit mehr Killern? Ja, genau. Wir spielen gerade Vic by Daylight. Vic by Daylight ist wahrscheinlich so eine neue Marke von Vic demnächst. Wirst du wahrscheinlich dann so einen Killer neben Bett stehen haben oder so. Kaufen Sie jetzt das neue Vic by Daylight. Oh, ich habe jetzt schon eine geile Idee wieder für Thumbnail, für Vic. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Thumbnails mal gesehen habt für, du gerade, der auf YouTube guckt, wahrscheinlich. Die auf Stream gucken wahrscheinlich eher nicht. Auf Twitch gucken. Ich habe ja so ein bisschen so die ganzen Vic Daymate oder Airwick auf die Schippe genommen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Da ist eine Kerze im Bus, die werde ich mal schnell anzünden, weil unsere Kerze so langsam hier den Geist aufgibt. Hä? Willst du mich verarschen, Alter? Steht der da? Steht der da im Bus? Ich glaub's ja nicht. Hör auf damit. Lass das. Wo ist eine Kerze? Over here, ja. Später vielleicht. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss zum Nerve Center. Ah, guck mal hier. Nimm auf. Mach die. Warum ist das Bild noch so grau? Kann es sein, dass das Spiel vergisst, die Farbe hinzuzufügen? Ich bin in Farbe, also es reicht ja eigentlich, ne? Na, die brauchst du unbedingt in deinem Alter. Ja, die Windel brauche ich in meinem Alter sowieso. Warum wackelt das jetzt so komisch? Ist es wieder der Nachbar? Ah, der hört wahrscheinlich wieder Scooter. Oder der joggt zum Kühlschrank. Es ist Ed vom Schleck. Ne, es ist tatsächlich ein dicker Nachbar. So. Hallo Schnuggi, willkommen. So. Tatsächlich. Wahrscheinlich der Nachbar von mir, der sich gerade aufregt, dass ich gerade hier so ein Horrorspiel spiele. Ja. Was? Sascha hat gesagt, er schreckt sich heute nicht, weil er ein echter Mann endlich werden will. Ja. Ja, haben wir schon gesehen. Kenne ich gar nicht das Game. Will's auch gar nicht. So. Glaub's mir.
So, ja, wir müssen versuchen, 4 Uhr zu überleben. In der Hoffnung, dass wir es schaffen. Ja, erzähl du mal. Die ganzen Sachen, die wir finden müssen um 4 Uhr, haben wir ja schon gefunden. Kopfhörer sitzt gar nicht richtig. Wahrscheinlich noch vom Dead by Daylight spielen. Achso, ihr könnt ja mal schreiben. Ich habe Dead by Daylight übrigens aufgenommen. Soll ich das auf YouTube hochladen? Soll ich das nicht hochladen? Das müsst ihr mir mal sagen. Hab das nebenbei mal so laufen lassen. Ich dachte, komm, ist eine ganz tolle Gelegenheit. Ich finde es, wie gesagt, macht Spaß. Schreibt doch mal in den Chat, ob euch das gefallen hat, Dead by Daylight. Ob wir das mal häufiger machen sollen. Mein Hey! Das war wieder hier Playboy Bunny. Und ob wir auch demnächst dann, wie gesagt, auf dem PC mal so ein paar Horror-Streams machen. Oder halt Horror-Let's Plays für YouTube. Schreibt das ruhig mal in den Chat. Würde mich mal brennend interessieren. Für dich auf YouTube kannst du ja auch mal in die Kommentare schreiben. Forest läuft ja schon. Forest will ich mit Kam. Hatte ich ja. Moment. Hatte ich mit Kamera eigentlich aufgenommen, aber der hat die Kamera abgeschaltet, sobald ich das Spiel gestartet habe. Und ist mir erst später aufgefallen, wie ich die Aufnahme beendet hatte. Na, egal. Hauptsache, die ersten 3 Folgen sind erstmal da, um erstmal zu gucken, wie es ankommt. Oh. Willst du mich verarschen? Bläst du mir einfach die Kerze aus? Tod, yeah! Schau zu und lerne. Ja, lad hoch das Ding und ja, öfters. Ich brauche eine Kerze, aber ich sehe keine. Geh weg, geh weg! Scheiße, die Kerze geht aus. Scheiße, 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 scheiße. Boah, ich hätte mal wieder voll Bock auf Daylight. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Wir werden niemals nicht die 4 Uhr knacken. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Übrigens die Wintereditionstasse. Nur mal so zur Info. Alter Schwede. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob wir das schaffen mit 4 Uhr. Ja. Geister wollen doch nur jemand, der ihnen zuhört. Ich will auch immer nur jemand, der mir zuhört, so wie ihr. Also bin ich jetzt ein Geist? Mach sein. Wer weiß, vielleicht bin ich gar nicht da. Vielleicht bin ich gar nicht Flex. Und vielleicht sind wir gar nicht in der LPLS. Vielleicht bin ich Manuel Neuer und wir sitzen irgendwo im Stadion. Diese Werbung ist so furchtbar. Aber sie bleibt im Kopf. Wahrscheinlich Sinn und Zweck. So, ich finde es öde, dass Outlast 2 erst 2017 kommt. Mein Gott, ist doch in einem Monat. Was will man denn mehr? Ja, Horror-Let's Plays, gerne mehr. Ja. Wie gesagt, dann werde ich auch ein paar Let's Plays machen, die ich dann nur privat so aufnehme und dann auf YouTube raushaue, die dann nicht im Stream kommen. So kleine Indie-Titel. Da habe ich jetzt schon ein paar im Auge. Da habe ich jetzt schon Muffen vor. Weil so ganz alleine aufnehmen ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als wie im Stream. Weil da weiß ich, dass ihr live dabei seid. Ich höre einen Hund. Ah ja. Ist das der dicke... Nee, der dicke Nachbar ist das nicht. Ne, der oder der... Der Maulwurf Hans. Dieser Maulwurf Manfred da, der da gerade am Wühlen ist. Ist nicht dieser Dickmann da. Der... Ich verlässt schon die Stimme. Der Dickmann. Da war ne... Hier. Da. Nimm mit die Kerze. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Da ist wieder eine Kerze. Ich gehe mal in die Richtung, wo es geleuchtet hat, weil dann ungefähr... Jetzt geht's gleich los. Ah, hier ist noch eine Kerze. Sehr schön. Kann ich hier bei der Kerze bleiben? Nein. Alter!
Halt! Alter! Willst du mich verarschen, Alter? Alter, mach doch nicht so was mit mir! Ich bin nur noch jung, ich hab doch das Leben noch vor mir! Alter! Steht er da einfach? Dieses Kackblach! Hör auf! Lass an! Ich komm gleich mal und lach mal mit! Alter, wie alt? Ja, geh doch weg, geh doch weg! Seit wann kann der fliegen? Das konnte doch der Michel von früher auch nicht, oder? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holz? Das ist wieder der dicke Nachbar. Oder wer auch immer das ist. Der joggt wahrscheinlich hier mal eben in dem Wald herum. Das ist unfair. Das ist unfair. Das war total unfair. Vielleicht bin ich ja Flex und nicht Manuel Neuer. So. Aber nicht zu viel, auch Live-Horror. Ja. Wie gesagt, ich muss es ja hinbekommen, auch mit der Aufnahme. Und ich muss das ja... Mein Gott, ich brauche mal irgendwie ich brauche eine... Da ist eine Kerze. Ich muss das ja auch hinbekommen mit OBS und alles. Ich muss das ja alles einstellen. Ich musste mal die richtigen... Ja, nein! Oh, wie unfair. Oh, wie unfair. Ja, schön, dass du mich siehst. Ich brauche mal eine Kerze. Weil die anderen erloschen sind. Da ist bestimmt irgendwo eine Kerze, oder? Ach komm, hör auf. Was? Gleich kommt Klaus Kinski und schellt dir ein. Ja. Wahrscheinlich so. Oh, warte mal. Hier. Oh, 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 ich werde bekloppt. Wir haben eine Kerze. Hä? Nein. Alter, hör auf. Haben wir es geschafft? Ich hoffe, wir haben es geschafft, Alter. Da hinten ist. Ach, guck mal hier. Können wir es anzünden? Hä? Ich würde gerne den Chat gerade lesen. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Was haben wir denn noch stehen? Mach mal einen Speedrun von dem VR-Horror-Dingen oder so. Oh ja, das können wir machen. Von dem... Ach, du meinst hier, Here They Lie, ne? Meinst du bestimmt? Das gibt's nicht. Alter, der geht mir so auf den Sack, ne? Mit seiner Porterei. Wahrscheinlich Porter Robinson oder so. War das nicht der Glockenschlag, dass es 5 Uhr ist oder so? Da ist eine Kerze. Schaffe ich das? Ich habe sie gesehen. Ich werde das nie im Leben schaffen. Auf keinen Fall. Zünd an. Zünd an die Scheißkerze und nimm sie mit. Nimm sie mit. Wird auch interessant. Ja, ich denke schon. Oh, wie gemein. Alter, willst du mich verarschen? Der Dicke ist auch unterwegs. Alter, was? Wer weiß, vielleicht ist ein Zuschauer gar nicht wirklich da, sondern Geist im Netzwerk. Oh Gott, Alter. Was ist mit dem Dicken nicht in Ordnung? Nimm mit. Und zünd an. Zünd an. Wie soll ich denen entkommen? Er rennt nicht mehr. Er kann nicht mehr rennen. Er hat keine Ausdauer mehr. Renn doch. Renn. Wieso rennt... Er rennt nicht. Ah, jetzt rennt er wieder. Oh Gott. Ernsthaft? Alter, ernsthaft? Fick dich, Spiel. Fick dich, du Arschloch-Spiel. Ohne Scheiß. Fick dich. Ey, das war sowas von unfair, ne? Ich hatte keine Ausdauer mehr. Boah, das ist ja noch gemeiner wie Emily Wants to Play, ohne Scheiß. Was? Der DLC soll Vic Medi-Night heißen? Ja, ich glaube auch.
Was, das habe ich heute noch nicht durch, genau wie Soma. Ach, hier, die ist hier sehr leicht, hast du noch nicht durch. Das musst du unbedingt durchspielen, das ist echt cool. Soma fand ich war kein Horror. Ja, doch, schon. War schon Horror. Story war sehr geil. Ey, das war so, ey, das war gemein jetzt, ohne Scheiß. It's just a made-up. Das war jetzt fies, oder? Wie gemein das war. Was sollte ich denn jetzt machen? Das taucht auf einmal vor mir auf und ich kann nicht rennen. Und vor allem, was soll ich denn da machen? Ich konnte gar nicht reagieren. Wie fies. Ist ja voll bescheuert. Scheiß Kackspiel. Ja, kannst ruhig hören. Da läuft einer. Ich habe aber keine Ahnung wo. Ich muss manchmal über mich selber lachen, weil ich immer so, naja, hey, gehen einfach durch den Wald mit einer Kerze. Da kann mir wenigstens nicht kalt werden, weil. Okay. Ja gut, jeder hat halt, wie gesagt, eine andere Vorstellung von Horror. Ich gehe mal Richtung Hund. Bestimmt eine gute Idee. Eine Kerze für... Hör auf damit! Mann! Ciao! Ich bleib einfach auf dem Weg. Da kann mir keiner was. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ciao! Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Da leuchten Kerzen, da gehe ich hin. Da hat irgendwas geleuchtet da hinten. Ja, schön. Hat er nicht gerade irgendwas geleuchtet? Oh, mich juckt's. Verdammt, mich juckt's. Ah, hier. Kerze! Und anzünden, bitte. Danke. Oh, jetzt werden wir wegteleportiert und irgendwo hin. Ja! Genau, Zeus, das habe ich auch mir gerade so gedacht, ohne Spaß. Horror habe ich, wenn ich mir mein Bankkonto ansehe, dann habe ich genug Horror. Oder wenn ich den Fernseher anmache, dann habe ich auch genug Horror. Zumal, wenn ich dann ARD und ZDF gucke. Aber gucke ich ja nicht mehr. Ich gucke ja seit fast... Toi, toi, toi. Ich habe jetzt seit fast 2 Jahren kein Fernseher mehr geguckt. Ne, fast 3 Jahre schon. Boah, der geht mir so auf den Sack, ne? Ohne Scheiß. Alter, Alter, der geht mir auf den Sack. Das ist unfassbar. Der soll sich verziehen. Meine Güte. Lea Sophia, hast du den DLC schon gespielt? Ja, natürlich. Im Live-Let's Play. Ist auch schon auf YouTube. Kannst du dir angucken. Kannst du dir dort angucken. Also, falls du da Interesse hast, schau es dir an. Wir sind nicht enttäuscht, glaub's mir. Also, ja. Na, jetzt ist der Dicke schon wieder unterwegs. Ich fass das nicht. Was soll ich denn machen? Ich renn schon, aber irgendwie... So, jetzt ist die Ausdauer vorbei. So, ich kann nicht schneller... Und der Glockenschlag war auch noch nicht. Ich versuche mal weiter zu rennen. Mal gucken. Oh, jetzt hat er wieder keine Ausdauer mehr. Ach komm, hör auf. Das ist total der Daylight-Klon, finde ich. Was denn das Spiel? Nee, das ist eher so Emily Wants to Play. Weil das wird pro Stunde immer schlimmer. Und jetzt haben wir mittlerweile schon 3 Gegner. Also falls du verpasst haben sollst, wie gesagt, guck mal auf YouTube die ersten Folgen davon. Furchtbar. Und jetzt ist echt, also 4 Uhr ist das Schlimmste bisher. Und ich weiß nicht, was bei 5 und 6 Uhr noch kommen soll. Weil ich finde solche Spiele immer total irgendwie unfair und gemein. So wie bei Emily Wants to Play. Das war genau so ein Kackspiel.
Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile im amerikanischen Store wieder ein Dings gibt. Na, sag mal schnell ein neues Horrorspiel, weil im Ami-Store gibt es ja mal Spiele früher, so wie Vic, das habe ich aus dem Ami-Store. Assemblance wollte ich ja auch mal kurz angespielt haben, mal reingeschaut haben. Aber soll nicht so ein Horror sein, sondern eher so, ja, ich sag mal, so ein verrücktes Spiel. Ich will ja nur die Nacht, man soll ja nur die Nacht überleben hier. Through the Woods ist ganz cool. Okay. Aber wahrscheinlich auf dem PC, ne? Nicht auf der PlayStation. Bleibt die Kerze an, wenn ich die anzünde? Da ist auch eine Kerze gewesen. Ich gehe erstmal hier lang. Oh, oh. Renn. Komische Geräusche. Die mache ich normalerweise immer morgens beim Kacken. Was ist das denn? Ach, ein Baumstumpf. Ich dachte schon. War hier nicht... Hier war doch... Hier hat doch irgendwo eine Kerze geleuchtet, oder? Yo, Steam. Achso, okay. Through the Woods. Ja, da habe ich irgendwas von gelesen gehabt. Ich, kann mich da gar... Go away. Ja, wo soll ich denn hingehen? Go away. Weißt du, go away. Weißt du, der Wald ist eingezäunt. Wo soll ich denn hingehen? Da mach doch einfach das Tor offen. Ah, da ist die Brücke. Da ist die Kerze oben drauf. Brennt die noch? Hua. Hua. Geh weg. Nein, die brennt... Ach, die ist runtergebrannt. Ne, wie geil. Hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Bringt uns jetzt natürlich nicht so viel, weil wir sie schon angezündet hatten. Toll. Hua. Geh weg. So, mal ausschalten. Da leuchtet es überall. Ich behalte das meinem Auge so ein bisschen. Da stimmt mir wahrscheinlich der dicke Junge ins Öhrchen. Weil er so notgeil ist. Entschuldigung. Was war's denn? Was war's denn? Ach ja, wir spielen ja immer noch den Pedo-Peter. Habe ich ja ganz vergessen, hatte ich ja irgendwo in irgendeiner Folge gesagt. Wir spielen wahrscheinlich den Pedo-Peter und die ganzen Kinder, die wollen den jetzt vernichten. So, ich glaube, in der Hütte ist eine Kerze. Wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja. Nehmen wir mit. Und hier war gerade ein Galgen zu sehen, der ist jetzt verschwunden. Das ist wahrscheinlich der Galgen, wo er sich aufgehangen hat, weil er damit nicht mehr klarkam. So. Ich habe mal Oceanhorn 2 runtergeladen. Oceanhorn? Was ist denn bitte Oceanhorn? Das hört sich an wie so ein Pornofilm. Hey, Oceanhorn schon gesagt. Vor allem Ocean, wie komme ich auf Ocean? Oceanhorn. Teil 2 wird sicher Vic Daymate heißen, ja. Oder Airwick. Und bei Tag spielen, ja, das kann natürlich gut sein. Alter, wie er mir wieder auf den Sack geht, das ist unfassbar. Mal eben kurz gucken, sehen wir irgendwo was funkeln, was leuchten? Geh weg. Da. Da gehe ich mal hin. Ich hoffe, uns kommt keiner in die Quere. Na, geh da rüber. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hier ist irgendwas am Schlafen. Wir haben es aufgeweckt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Oh nein, er kommt. Der Terminator. Ein süßer Junge. Oh, bitte süß. Möchtest du Keks? Teil 2 kommt doch jetzt in die Kinos. John Wick, ja, ich weiß. Deswegen habe ich ja auch als Thumbnail genommen. Oh Gott.
Rauschenhorn ist ein Spiel im Store, geht Richtung Zelda. So. John Wick Daymate. Heißt der zweite Teil wahrscheinlich. It's just a made-up website. Beschreit denn hier? Ja. Schaffen wir irgendwann auch mal 4 Uhr? Ist ja furchtbar. So. Nehmen wir die Kerze wieder auf. Ist irgendwie langweilig, ne? Also ich glaube... Ich glaube, mein letzter Run. Sollte ich das jetzt nicht schaffen, dann, wird das auch definitiv die letzte Folge für YouTube, weil da habe ich keinen Nerv drauf, hier dieses stupide Rumlaufen. Da gibt es bessere Spiele. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und so richtig erschrecken, naja, ist nicht mehr. Ja. Wir schauen mal. Vielleicht findet sich da gleich sogar noch was im Stream. Mal gucken. Für dich auf YouTube. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, ob ich vielleicht doch noch durchkomme. Ich versuche mein Bestes. Da ist noch eine Kerze drin. Schon mal merken. Im Haus, in der Hütte. Ich warte jetzt hier mal. Vielleicht sollten wir immer nur stehen bleiben, weil jetzt passiert gar nichts. Es kommt aber irgendwas näher. Ah, guck mal an. Hallo, mein Freund. Ciao. Und die Kerze geht gleich aus. Hätte ich mal vorher die Kerze mitgenommen. Ich bin so schlau. Da ist noch eine. In die Richtung. Stimmt, die hat ja irgendwie gesagt gehabt, in irgendeiner Folge, in irgendeiner Session, wo wir gespielt haben, wir sollen ihn nicht aufwecken. Das ist wahrscheinlich jetzt den wir aufgeweckt haben. Wahrscheinlich kommt er jetzt. Und wird uns wahrscheinlich kriegen, ne? Ja, klar. Spawn vor mir. Natürlich. Ich bin der Kerzenmeister. Ihr könnt mir gar nichts. Was? Flexi Hardcore? Flexi Hardcore Horror? Um Mitternacht wäre mal geil. Hardcore Horror? Was meinst du denn damit? So. Ja, genau, natürlich. Go away now. Dann sag doch mal, wo ich hingehen soll. Du bist Blach. Ja, wie unfair. Das war definitiv die letzte Folge für YouTube auch. Vielleicht spielen wir es irgendwann nochmal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es nicht versprechen. Ich möchte mich für YouTube jetzt erstmal verabschieden. In einem anderen Video sehen wir uns definitiv wieder. Bis dann.